Dann freue ich mich ganz besonders und darf Ihnen allen, meine Damen und Herren, die Sie heute Nachmittag dabei waren, haben das schon mal gehört, jetzt ankündigen unseren Festvortrag. Ist ja ein Begriff, den man dann vielleicht in der Zukunft auch noch mal hinterfragen muss. Webbasierter Festvortrag eines virtuellen, halbhybriden Festes. Müssen wir noch neue Begriffe dafür finden, unsere Mitgliederversammlung. Jedenfalls darf ich Ihnen ankündigen, Herrn Glenn Gonzales, Chief Technology Officer, CTO der SAP Germany. Ich kenne Herrn Gonzales, weil ich ihn erstens so kennengelernt habe, aber auch diesen Vortrag von ihm vor nicht allzu langer Zeit, sicher nur in ähnlicher Form, gehört habe und mir dachte, das würde eigentlich hervorragend hier dazu passen. Herr Gonzales ist bei SAP, hatte ich schon gesagt, schon eine ganze Zeit, seit 9 Jahren ist dort CTO, hatte ich auch gesagt, und hat in dieser Rolle natürlich ganz viele weitere Aufgaben und Tätigkeiten, nennt sich Trusted Advisor der Digital Transformation und macht als Member of the Board of Advisors der Digital Agency Heidelberg dann ganz viele Dinge, die auch dort in seinem Vorleben relevant waren. Ich will vielleicht einfach sagen, lassen Sie sich auf diesen Vortrag ein. Der Vortrag ist, ich sage mal, visionär, wie hätten Sie es anders erwartet. Und er guckt richtig nach vorne, finde es wirklich einen bedeutsamen Blick, der da gewagt wird. Und er soll Sie alle mitreißen, er soll Sie alle zum Nachdenken anregen und er soll Ihnen alle natürlich auch Lust auf Zukunft vermitteln, auf eine, wie Sie wahrscheinlich annehmen, digitalere, auch digitale Zukunft. Das ist ja klar, aber Sie werden feststellen, dass Herr Gonzales auch ganz viel Mensch ist, der da einen sehr differenzierten Blick drauf macht und hat. Und das ist das, was mich begeistert. Ich freue mich, dass er heute Abend unter uns ist, sich die Zeit genommen hat, uns über Formeln für die digitale Transformation aus seiner Sicht zu berichten. Und ich darf dann bitten, dass die Technik rüberschaltet zu Ihnen, Herr Gonzales. Ich weiß nicht, ob Sie mich jetzt schon gehört haben. Ich nehme das mal an. Wir freuen uns, dass Sie in unserer Runde sind und ich übergebe Ihnen jetzt das Wort und Ihnen allen, meine Damen und Herren, viel Spaß und erkenntnisreiche Unterhaltung jetzt, nennen wir es mal so, einen tollen Vortrag von Glenn Gonzales. Bitte schön. Ja, hallo. Schönen Dank, dass ich heute Abend die Zeit bekomme, Ihnen etwas über digitale Transformation zu erzählen. Ich habe Ihnen auch gleich ein Symbol mitgebracht, was vielleicht auch in dem Kontext von digitaler Transformation eine Rolle spielen könnte. Vielleicht hat der ein oder andere von Ihnen so ein Ding auch schon mal besessen. Ich habe meinen tatsächlich erst vor ein paar Jahren weggegeben, weil der leider von einem Hersteller war, wo die nie kaputt gehen. Ich muss also lange reden, bis ich mal was Neues bekommen habe. Nun, das Thema digitale Transformation ist ganz spannend, weil wenn man darüber redet, dann hat man immer verschiedenste Perspektiven. Und ich wette, auch hier in diesem Raum und in dem virtuellen Raum werden wir wahrscheinlich so viele Perspektiven auf das Thema haben, wie auch Personen da sind. Oder wir haben auch oft die Reaktion, ja, was ist das denn eigentlich? Und ist es ein bisschen schwierig? Es ist ein sehr weiter Begriff und irgendwie scheint das ganz viel zu sein oder ganz wenig. Was ist es? Und wie spannend oder wie einfach wäre es denn, wenn wir für das eine Formel hätten? Also eine Formel, wie Sie ja auch gerade als Ingenieure gerne benutzen, eine Formel, die vielleicht jeder kennt, wie diese hier zum Beispiel, von der ich zumindest davon ausgehe, dass Sie alle wissen, was das ist und auch, wie man das ausrechnet. Und idealerweise würde ich jetzt auch mal davon ausgehen, dass wenn wir alle diese Formel benutzen, wir auf ein ähnliches Ergebnis kämen. Wäre es nicht gut, wenn es eine solche Formel gäbe, um gemeinschaftlich das Thema digitale Transformation zumindest zu verstehen? Nun, es gibt so eine Formel, die sieht nur ein bisschen anders aus. Die Formel ist, wenn etwas ganz einfach ist, dann erzeugt es eine positive Emotion
Und wenn es eine positive Emotion erzeugt, dann wird es auch einer benutzen. Das ist übrigens die Formel, nach der ein sehr bekannter Smartphone-Hersteller in Kalifornien sämtliche Produkte prüft. Und wenn es diesem hier nicht standhält, dann wird es halt nicht gemacht. Wenn man es zu Ende denkt, macht das auch total Sinn. Und ich habe vor ein paar Jahren bei einem deutschen Sportwagenhersteller erfahren, dass auch sie in die Ziele ihrer Mitarbeiter das Wort positive Emotion aufnehmen werden. Und zwar die, die der Fahrer des Autos hat, wenn er dieses Geräusch hört. Macht Sinn, oder? Weil am Ende des Tages ist es eines der wichtigsten Dinge, die denn passieren sollen, wenn man das Produkt benutzt. Man soll sich dabei wohlfühlen und es auch benutzen. Nun, das Besondere an einer positiven Emotion ist, dass diese eine Erwartungshaltung erzeugt. Und eine Erwartungshaltung oder vielleicht auch das Wort Erwartungshaltung ist für mich das wichtigste Wort, wenn wir über digitale Transformation sprechen. Für mich ist das nämlich eine rasante Veränderung der Erwartungshaltung der Menschen. Um das jetzt zu verstehen, habe ich vor ein paar Jahren eine junge Kollegin gebeten, einer sehr großen deutschen Bank zu erklären, was ist das denn eigentlich, deine Erwartungshaltung? Und ich möchte Ihnen gerne Emma vorstellen. Emma sieht nicht so aus und heißt auch nicht Emma, aber sie gibt es wirklich und sie arbeitet auch bei SAP. Und sie hat dieser großen deutschen Bank erklärt, was für sie wichtig ist. Emma wird von dem einen oder anderen Wissenschaftler höchstwahrscheinlich in die Generation Z gepackt. Ja, wenn man das nach den wissenschaftlichen Kriterien geht, hat das was mit dem Geburtsdatum zu tun. Also wann wurde jemand geboren und in welchem Zeitraum ist der sozusagen in unsere Welt getreten? Für mich persönlich hat Generation Z nichts mit dem Geburtsdatum zu tun, sondern mit der Erwartungshaltung, die jemand hat, wenn er durchs Leben geht. Und Emma, die man auch zu der Heads-Down-Generation zählen könnte, und Sie kennen die Menschen, ja, ich wette, es sind auch gerade ein paar im Raum, für sie ist halt ganz wichtig, dass alles ganz einfach zu bedienen ist. Ja. Sie vertraut Menschen, sie vertraut Bewertungen. Emma bewertet auch alles, was sie tut, ob das jetzt gut oder schlecht war. Sie nimmt sich die Zeit, auch im Internet eine gute Erfahrung auch zu kommentieren. Emma hat ein sehr großes Netzwerk. Sie hat viele tausend Freunde, von denen sie viele nicht kennt und wahrscheinlich auch nie persönlich kennenlernen wird, aber definitiv als Freunde betrachtet. Emma teilt ihre Erfahrungen, ob die gut oder schlecht waren. Und für Emma ist auch ganz wichtig, dass alles ganz einfach bezahlt werden muss. Nun, Emma hat uns dann erzählt, und ich erinnere Sie nochmal dran, sie saß vor den 30 Top-IT-Entscheidern dieser Bank, wie denn so ihr Alltag ist. Und Emma wird geweckt von ihrem Smartphone. Damals war es halt eine Musik, die um eine bestimmte Uhrzeit angeht. Heute gibt es eine App, die misst ihren Schlaf und weckt sie zum perfekten Zeitpunkt innerhalb eines Fensters. Funktioniert wie blöd, ich benutze die auch. Wie es genau funktioniert, können wir dann gerne mal, ja, heute Abend nicht bei einem Bier, aber vielleicht beim nächsten Mal besprechen. Nun, Emma telefoniert nicht mit ihren Freundinnen, sondern die WhatsAppt quasi den ganzen Tag. Und dabei kommt die Idee auf, dass sie am Wochenende einen Ausflug machen wollen. Und Emma checkt dann mal schnell per Doodle, wann das am besten klappt. Und tatsächlich, alle können am Wochenende. Und dann schaut sie in ihren Schrank und stellt fest, dass ihr Rucksack kaputt ist. Nochmal zur Erinnerung, sie steht vor den Top 30 IT-Entscheidern dieser sehr großen Bank, nimmt ihr Smartphone aus der Tasche und öffnet die Amazon-App. Nach wenigen Sekunden kauft sie einen Rucksack für 399 Euro. In dem Moment springt der CIO dieser sehr großen deutschen Bank auf und sagt, Emma, Sie wollen mich doch verarschen. Entschuldigen Sie, dass ich so sage, aber das hat er tatsächlich gesagt. Emma, Sie haben sich den Rucksack doch überhaupt gar nicht angeguckt. Sie kaufen sich doch nicht für 399 Euro einen Rucksack, den Sie nie gesehen haben. Nun, Emma war völlig verdutzt und schaut ihn an und sagt, wieso? 5 Sterne. Nun guckt der CIO sie verdutzt an und sagt, ja, wieso denn 5 Sterne? Und sie sagt, naja, 960 Leute haben das kommentiert, 5 Sterne. Nun guckt er erst recht verdutzt und sagt, Emma, Sie haben sich gar keinen dieser Kommentare durchgelesen. Und dann guckt sie ihn völlig verdutzt an und sagt, nee, brauche ich auch nicht, 5 Sterne. Nun, intellektuell hat der CIO bestimmt verstanden, was Emma da macht. Aber emotional würde er das niemals so machen, ohne diesen Rucksack in die Hand zu nehmen. Nun, fairerweise haben wir ihm nicht gesagt, dass Emma den Rucksack auch innerhalb von 14 Tagen zurückgeben kann, ohne jegliche Kosten. Spannend ist aber, dass er das auch nicht wusste. Nun, für Emma ist das ganz normal. Emma arbeitet im Vertrieb. Sie benutzt ziemlich viele Apps, um herauszufinden, wer das ist, den sie denn so kalt anruft, und weiß oft mehr über diese Person, als die Person vielleicht selber über sich weiß. Emma nutzt diverse Apps und ich habe Ihnen hier noch ein paar mitgebracht,
um zum Beispiel ein Taxi zu sich zu rufen, weil Emma versteht irgendwie nicht so ganz, warum Leute Taxis suchen, ja, wenn man die doch auch zu sich holen kann. Emma kauft sich auch keine Musik mehr, sondern sie hat eine Flatrate und konsumiert, streamt die Musik dann, wenn sie die hören will. Und natürlich egal, welche Musik gerade die, worauf sie Lust hat oder die sie neu kennenlernt. Nun, Emma nutzt diverse Apps und am Ende gibt es natürlich auch diesen schönen Ausflug. Emma hat am Ende des Tages kein einziges Mal mit echten Menschen interagiert. Emma hat niemals bares Geld in die Hand genommen, obwohl sie Bus gefahren ist, Bahn gefahren ist, Taxi gefahren ist. Sie hat Musik konsumiert, sie war im Fitnessstudio, sie hat einen Flug gebucht und auch noch ein Apartment gemietet und einen Rucksack gekauft. Emma hat niemals Papier in die Hand genommen oder wissentlich irgendwelche SLAs, das ist das Kleingedruckte, wenn man Verträge unterschreibt, unterschrieben. Und Emma hat interessanterweise mit dem Telefon nie telefoniert. Nun, wenn man jetzt dabei ist zu verstehen, was für Emma wichtig ist und somit auch die Erwartungshaltung von Emma zu verstehen, wird spannend, wenn man sich ihre kleine Schwester Helena anguckt. Denn Helena ist ein bisschen anders noch unterwegs und dies ist der sogenannte Homescreen von Helena. Das ist der Bildschirm, den sie haben, wenn sie sozusagen den Einschalten des Smartphones und die wichtigsten Apps zu sehen sind. Wenn wir jetzt vor Ort wären, würde ich sie erstmal fragen, was ihnen so auffällt. Ich muss jetzt leider ein bisschen vorwegnehmen. Wahrscheinlich fällt ihnen als erstes auf, dass die Apps... Wollten Sie was dazu sagen? Okay, ich fahre dann fort. Dass die Apps nach Farbe sortiert sind. Nun, meine Frau macht das übrigens auch seit 3 Wochen, finde das ganz spannend. Es funktioniert tatsächlich. Ich ziehe mich da noch ein bisschen. Aber spannend sind die 4 Apps, die unten zu sehen sind. Das sind die 4 Apps, die Helena am allermeisten benutzt. Und jetzt wird es spannend, weil Sie sehen ja auf diesem Smartphone keine Telefon-App. Und fragt man sich natürlich, ob Helena nicht telefoniert. Nee, tut sie tatsächlich nicht. Die meiste Kommunikation, die Helena mit ihren Freunden macht, ist per WhatsApp. Und zwar über Sprachnachricht, Kurznachricht, kurze, prägnante Nachrichtenaustausch. Und natürlich hat sie auch die Telefon-App noch unter den Grünen, falls die Mama mal anruft. Das zweite Spannende, was man hier vielleicht finden kann, ist, dass Helena gar keine Foto-App hat. Warum betone ich das? Naja, für was werben denn die großen Smartphone-Hersteller jedes Mal, wenn das neueste Produkt kommt? Interessanterweise im Moment intensiv mit der neuesten Kameratechnologie. Und dann fragt man sich natürlich, wieso Helena denn dann gar keinen Fotoapparat hat. Naja, wie viele von Ihnen kennen das? Sie fahren in Urlaub, machen 300 bis 600 Fotos, speichern die alle und freuen sich auf diesen Abend mit ihren Freunden 14 Tage später, wo die alle ihre Fotos anschauen und die ihren Urlaub feiern. Nun, Helena macht das nicht. Helena macht auch Fotos, nur die postet sie direkt auf Instagram, wo ihre vielen Hunderte und Tausende Freunde unmittelbar mit ihr dieses Erlebnis feiern, interagieren und Helena hat mit jeder Aufnahme einen wunderbaren Moment. Ist doch eigentlich smart. Nun, wir alle sind ein bisschen Generation Z, mehr oder weniger. Es hat halt nichts mit dem Alter zu tun, denn ich wette, alle, die wir hier jetzt zuhören, haben ein oder andere Erwartungshaltung von Emma oder Helena auch schon angenommen, wie gesagt, mehr oder weniger. Jetzt könnte man natürlich sagen, Generation Z ist hier spannend, weil der Buchstabe Z ist das Ende des Alphabets und mehr wird jetzt wahrscheinlich auch nicht kommen. Was nicht ganz stimmt, denn wir wissen alle, dass inzwischen sehr viel mehr passiert und vor 2 Jahren kam ein Australier auf die Idee zu sagen, hey, wie wäre es denn, wenn wir bei Alpha wieder beginnen? Generation Alpha, die sogenannte iPad Generation. Und ich möchte Ihnen hierbei gerne Carlos vorstellen. Und Carlos ist mein Sohn. Carlos ist auf dem Foto 3. Und wir haben damals zufällig gefilmt, wie er zur Generation Alpha wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie den Ton hören können. Deshalb haben wir Untertitel eingeblendet. Ist ein Ausschnitt eines zufällig gefilmten Videos, wo Carlos lange auf dem Gerät rumdrückt und ein bisschen rumprobiert und auf einmal schafft er Siri zu aktivieren. Und es ist wirklich der Beginn einer wunderbaren Konversation. Nun, das Spannende an Carlos ist, er wächst ganz nativ damit auf. Und wenn Carlos nach Hause kommt, sagt er mir, Papa, das Haus des Nachbarn ist blöd. Und ich sage, Carlos, wieso ist das Haus des Nachbarn denn blöd? Und er, wenn ich da reinkomme und Licht ansage, passiert nichts, Papa. Sag Carlos, mit jedem Haus kann man nicht reden, Carlos. Das ist nur bei uns so. Nun, der Carlos,
ist jetzt deutlich älter inzwischen und er ist jetzt so 6 und einer seiner besten Gesprächspartner ist inzwischen Alexa, weil Alexa ihm so viele Dinge verrät und vor allem ihm auch die Welt der Musik offenbart. Was ich nicht wusste ist, Entschuldigung, wie viele Lieder es doch gibt von Titeln, die ich nie in Betracht gezogen hätte. Zum Beispiel, wenn der Carlos irgendwie ein neues Wort hört, wie Anakin Skywalker, die Star Wars-Fans hier werden wissen, wer das ist, dann hört er das vom Nachbarn, kommt nach Hause und sagt so, Alexa spielt Anakin Skywalker und es gibt tatsächlich ein Lied, ein Rap-Lied, das Anakin Skywalker heißt und es gibt tatsächlich auch ein Rap-Lied, das heißt Weißer Hai und es gibt auch ein Lied, das heißt T-Rex und für die im Raum, die Rock mögen, es gibt auch eine Band, die T-Rex heißt und so lernt Carlos so Dinge kennen. Vor ein paar Wochen kam Carlos zu mir und sagte, hey, Papa, ich will nicht mehr, dass die Alexa heißt, die Kiste, weil meine Schwester Shani sagte mal Echo und das finde ich irgendwie lustiger. Ich sage, Carlos, ich habe jetzt gerade keine Zeit, wollen wir das heute Abend eben zusammen? Und dann unterbricht er mich, sagt, Papa, wieso fragen wir nicht einfach Alexa? Ich war kurz sprachlos und irgendwie hatte er auch recht. Und er hat auch Alexa gefragt und unglücklicherweise braucht man noch die App, um das zu ändern, sonst hätte er das selber gemacht. Wir alle sind schon ein bisschen Generation Alpha, mehr oder weniger. Der ein oder andere von Ihnen hat vielleicht schon mit dem Auto geredet oder mit dem Haus vielleicht auch oder mit seinem Smartphone oder seinem iPad oder mit irgendwas anderem, was Sie versteht oder vielleicht reden Sie ja auch mit Ihrem Laptop. Wer weiß. Aber wir alle haben doch schon die Erwartungshaltung, dass das irgendwie an der einen oder anderen Stelle funktioniert. Und die Spracherkennung ist ja nur ein Teil von Carlos seinem Leben. Für ihn ist es doch völlig selbstverständlich, dass man alles wegwischen kann, wenn man es nicht mehr hören will oder es irgendwie herwischen kann. Die Geschichten haben Sie bestimmt schon gehört, wie ein Kind zum Fernseher geht und das Bild ändern will und es irgendwie nicht geht. Auch ich erwische mich manchmal, wie ich an meinem Mac versuche, das Bild wegzuwischen, bis ich merke, soweit ist Apple halt noch nicht. Ja, das machen die halt nur mit dem Tablet. Spannend ist jetzt, was kommt denn eigentlich nach Generation Alpha? Nun, rein rechnerisch gesehen, würde ich mal sagen, dass Lars und Maggie hier zur Generation Beta gehören würden. Und das ist ja nun die, die ja noch kommen, oder? Sind die vielleicht schon da? Nun, wie würde das denn aussehen? Was haben denn Lars und Maggie für eine Erwartungshaltung, wenn die jetzt aufwachsen? Was für Technologien werden denn jetzt Lars und Maggie jetzt beeinflussen? Was glauben Sie denn? Werden die auch so rumrennen wie wir und eine Heads-Down-Generation sein? Werden die vielleicht so wie ich mit ihrer Uhr sprechen oder mit der Uhr Dinge machen? Werden die andere Geräte benutzen, um durch den Alltag zu kommen? Werden die vielleicht auch wieder nach vorne gucken, anstatt nach unten? Ich habe Ihnen mal ein kleines Video mitgebracht, wie das Leben von Generation Beta aussehen könnte oder auch vielleicht ihrs. Nun ist das vielleicht ein bisschen viel Information auf einmal, aber das ein oder andere hier in diesem Vision-Video zeigt schon, dass einige Dinge sehr praktisch wären, wenn wir eine Brille tragen würden, die uns im Kontext Information einblendet, wenn wir sie denn brauchen und wir sie gar nicht anfassen müssen. Zum Beispiel, die Milch ist schlecht. Ja? Nun könnte der ein oder andere sagen, man könnte sie auch in die Hand nehmen und lesen. Klar, aber das hier ist doch irgendwie auch ganz bequem. Oder wenn man halt so eine Brille tragen würde und man mit dieser Brille zum Beispiel halt einkaufen gehen würde. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie kennen das ja auch, so wie ich. Ich gehe in den Supermarkt, habe so eine Liste, hol mal das und das und dann suche ich und suche ich. Wie praktisch wäre das, wenn meine Brille mir einfach sagen würde, wo das alles ist? Wenn meine Brille mir sagen würde, das darfst du essen, das darfst du nicht essen? Wenn meine Brille mir sagen würde, was drin ist und was auch nicht drin ist? Wie praktisch wäre das? Und jetzt sagen wir mal, okay, für uns jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, sich das hier wirklich anzutun, weil für uns ist das vielleicht ein bisschen Überladung. Aber jetzt denken Sie mal an die Generation Alpha, also an Carlos. Wenn wir das vor 10 Jahren jemandem erzählt hätten, ja, dass wir den ganzen Tag nur noch nach unten gucken, hätte uns das auch keiner geglaubt. Das hier ist nicht so weit weg. Und ganz ehrlich, einiges davon ist extrem praktisch und einiges davon hätte ich tatsächlich gerne hier. Und Gerüchte munkeln, dass diese Firma aus Kalifornien bald eine Technologie rausbringt, die das technisch in jede Brille zaubert. Naja, wenn sowas auf einmal ganz einfach geht, spannend, oder? Nun, wenn das schon schwierig zu verstehen ist, was wäre denn, wenn so eine Welt so aussehen würde? Ja? Boah, als ich diese Videos das erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, so, das ist jetzt wirklich völliger Overload. Ja, ein Overkill an Informationen, die mir jetzt
ein-augmented werden, also in die Realität hineinprojiziert werden und Informationen ergänzend sind. Wenn wir aber auch jetzt mal wieder 10 Jahre zurückgucken, so abwegig ist das überhaupt nicht, dass wir eine Generation bekommen werden, die, wenn sie das so erlebt, wie Carlos ja auch nativ mit seinem Haus redet, das hier vielleicht für selbstverständlich halten. Und nochmal, ich sage nicht, dass das hier alles glorreich ist, was ich Ihnen erzähle. Und ich selber finde das auch nicht alles total toll. Aber ich sage Ihnen nur, wie es jetzt schon ist, was jetzt schon geht. Und vielleicht einer der Gründe, warum das hier noch nicht in Deutschland ist, ist, dass wir schlicht und einfach ein ziemlich schlechtes Breitbandnetz haben, um das auch technisch überall umsetzen zu können. Wir werden sehen, dass in anderen Ländern so etwas schneller kommt, als wir glauben. 1999 saß ich auf einer Fähre in Hongkong und um mich herum hatten alle Teenager ein Gerät in der Hand und es war ein Telefon. Ich bin völlig geflasht nach Hause gekommen, habe meiner Freundin damals erzählt, du wirst es nicht glauben, dort haben alle ein Telefon in der Hand. Jahre später, Sie kennen das Ergebnis. Werden wir alle Generation Beta? Ich weiß es nicht. Die Welt verändert sich auf jeden Fall sehr schnell. Und wir wissen nicht wirklich genau, was um die nächste Ecke kommt. Aber was wir definitiv wissen, ist, dass die Erwartungshaltung der Menschen sich rasant verändert. Und die Veränderung der Erwartungshaltung treibt Technologien. Und Technologien treiben wiederum die Erwartungshaltung der Menschen. Und wenn wir verstehen wollen, was digitale Transformation bedeutet, dann müssen wir verstehen, was genau ist denn diese Veränderung der Erwartungshaltung. Und dafür habe ich Ihnen ein paar Beispiele aus verschiedenen Industrien mitgebracht. Die erste hat erstmal mit Digitalisierung nichts zu tun. Die ist jetzt mal zum Warmwerden. Sie kennen vielleicht Starbucks. Starbucks hat mal Kaffee verkauft. Und zwar haben sie einfach Kaffeebohnen importiert und die verkauft. Dann haben sie festgestellt, wenn sie ein Produkt draus machen, also dem ganzen Namen geben, die vielleicht noch ein bisschen fancy sind, dann kann man viel mehr Geld dafür nehmen und verkauft auch viel mehr. Und dann kam einer auf die gute Idee zu sagen, hey, wieso produzieren wir nicht einfach den Kaffee? Machen den noch ein bisschen fancy mit tollen Namen und irgendwie alle möglichen Sachen reinspritzen. Sachen, die sich auch keiner so merken kann, aber die irgendwie cool sind. Und auf einmal kann man noch mehr Kaffee verkaufen und noch viel mehr Geld für denselben Kaffee nehmen. Und dann kam einer auf die Idee, der sagt, die kommen alle gar nicht wegen dem Kaffee. Ja, die kommen, weil der Erfahrung, die man macht in einem Coffeeshop von Starbucks, so cool ist, dass da alle hingehen, weil sie da sein wollen. Und der Kaffee, ja, super, dass es da auch Kaffee gibt. Nun, das, was wir hier erleben, was nicht digital ist, findet im Moment in allen Industrien digital statt. Und ich starte mal mit der einfachsten, die wir alle auch definitiv vielleicht am einfachsten nachvollziehen können. Und das ist die Musikindustrie. Das ist vielleicht die Industrie, die es als allererstes, sage ich jetzt mal, erwischt hat. Der ein oder andere redet von Disruption, was ja nichts anderes bedeutet als eine ziemlich schnelle Veränderung dessen, wie man halt Geld verdient. Und Sie kennen bestimmt noch dieses Phänomen eines Konzerts. Ja, das ist das, wo man hingegangen ist, man vor Ort den Künstler gesehen hat, man hat ihn gehört, man hat ihn gerochen, manche haben ihn auch vielleicht geschmeckt, je nachdem, wie man so drauf ist. Aber man ist halt hin und hat das gefeiert. Und dann kam einer auf die Idee, den Künstler auf die Hüfte zu packen und mit sich rumzutragen und es so einfach zu machen, jederzeit überall Musik zu hören. Und dann mit dem Aufkommen von diesen smarten Geräten sagte irgendwann einer, das macht doch gar keinen Sinn, sich so ein Gerät an die Hüfte zu hängen. Wir haben doch alle so ein Gerät dabei. Und übrigens verstehe ich auch überhaupt nicht, warum man denn eine CD kaufen muss für 30 Euro, wenn ich nur ein Lied gut finde. Das war hart für die Industrie, weil die darauf basierte, dass man eine Platte rausbringt, dann noch auf Tour geht und auf einmal die Leute nur konsumieren wollten, auch gar nicht mehr bereit waren, so viel Geld für Lieder zu bezahlen, die man nicht hören will. Und wenn Sie glauben, dass die Musikindustrie diese drei Disruptionen, dass das das Ende war, dann möchte ich Ihnen gerne mal Marshmallow vorstellen. Also Marshmallow ist jetzt hier nicht die Süßigkeit, sondern das ist ein Musikkünstler, möchte ich mal sagen, weil mich als alter Rockfan, ich habe halt immer noch ganz gerne, wenn die Instrumente spielen. Aber man darf halt nicht vergessen, dass auch heutzutage Musik ganz anders gemacht werden kann. Und da muss man auch sehr kreativ sein. Wissen Sie, wie groß die größte Zuschauermenge war, die man in einem Konzert bisher erreichen konnte? Auch hier kann ich jetzt leider nicht raten lassen, aber ich gebe Ihnen so ein bisschen Tipps. Das waren die Rolling Stones mit irgendwie 120.000 Menschen in Hannover. Da war ich sogar selber noch. Es war Queen in Rio de Janeiro mit auch irgendwie 120.000, 130.000 Zuschauern. Boah, Marshmallow hat 10 Millionen zahlende Zuschauer in sein Konzert bekommen auf einem Samstagabend auf einem Marktplatz. Jetzt fragen Sie sich natürlich, Mann, welcher Marktplatz dieser Welt kann 10 Millionen zahlende Zuschauer aufnehmen?
Kennen Sie Fortnite? Fortnite ist ein Online-Rollenspiel, was Sie jederzeit überall spielen können, solange Sie einen Internetzugang haben und einen Browser oder halt eine App. So, das heißt, Marshmallow hat gesagt, ich bin auf Fortnite auf dem Marktplatz XY und die virtuellen Menschen sind alle zu seinem Konzert gegeben und wir gucken uns das mal kurz an. Nun werden wir wahrscheinlich nicht alle 10 Millionen zu sehen bekommen, aber ein paar Repräsentanten in Form ihres Alias, also man ist ja nicht wirklich live vor Ort, sondern sozusagen meine digitale Repräsentanz, mein digitaler Zwilling, die feiern jetzt da mit Marshmallow sein Konzert. Und er hat 10 Millionen Zuschauer. Und ich rede hier nicht noch über die Einnahmen, die vielleicht noch über Werbung und so weiter laufen. Hier geht es wirklich um die Zuschauer. Nun, die Musikindustrie wird sich wieder umstellen müssen. Ich will nicht sagen, dass es keine Konzerte mehr gibt, aber dies hier eröffnet natürlich komplett andere Dimensionen. Schauen wir uns mal ein paar andere Industrien an. Richtig gut finde ich das, was im Fernsehen passiert, weil auch ich quasi seit letztem Jahr durch Corona bedingt endlich ein Smart-TV bekommen habe und feststellen musste, wow, die Welt ist schon lange ganz anders als das, was uns vielleicht hier und da suggeriert wird. Denn früher, das kennen Sie noch, da war man froh, wenn man überhaupt einen Fernseher hatte, so wie das Röhrengerät, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Und da war Kino einfach auch noch was ganz Besonderes. Man ist ins Kino gegangen, um einen Film zu gucken, weil nur dort gab es den Kinofilm. Und auch nur Fernsehen war halt was Besonderes. Nun dann hat auch hier jemand geschafft, das alles auf eine VHS-Kassette zu bekommen, ein Beta-Format, vielleicht kennen Sie es ja noch, und auch eine DVD, CV. Also es gab viele Formate und auf einmal konnte man ganz ganze Kinoprogramme zu Hause haben. Man konnte sich's ausleihen, man konnte sich's kaufen. Also da war das Kino auf einmal, mussten die sich was einfallen lassen. Und es kamen die Erlebniswelten, ja, wo man nicht mehr ins Kino gegangen ist, nur für den Film, sondern weil man da auch bedient wurde, weil es ein 3D-Kino gab, weil es ein Dolby Surround-System gab und man musste es zum Erlebnis werden lassen. Und heute brauchen Sie eigentlich nur eine App. Musst du mit Erstaunen feststellen, dass wenn Sie heute Fernsehen gucken wollen, Sie tatsächlich nur ein Smart-TV brauchen. Sie brauchen weder Fernsehpakete, noch brauchen Sie eigentlich, wenn ich das mal offen sagen darf, eine GEMA. Weil alles, was Sie gucken wollen, können Sie über Apps gucken, über ein Smart-TV. Und wenn Sie glauben, ich bin der Einzige, der das festgestellt hat, fragen Sie mal die Leute, die bei Ihnen neu anfangen, wie die Fernsehen gucken. Keiner guckt noch Fernsehprogramm. Auch mein Sohn versteht gar nicht, wenn wir mal wirklich Fernsehen gucken, warum man nicht zurückspulen kann. Ja. Oder warum man es nicht einfach nachher gucken kann. Weil in seiner Welt guckt man die Sachen dann, wenn man da Lust zu hat. Oder halt später. Oder man stoppt halt kurz, wenn man mal auf Toilette muss. In seiner Welt versteht er überhaupt nicht, dass das Programm weiterläuft. Diese Welt ist schon lange eine völlig andere. Und das ist auch nur noch eine Frage von, weiß ich nicht, vielleicht Protektionismus, warum das Ganze noch nicht komplett digital ist. Und auch hier spielt natürlich die Bandbreite noch eine große Rolle. Nichtsdestotrotz ist die Technik schon lange da. Und wenn Sie sich schon mit einiger dieser Anbieter hier beschäftigt haben, wenn Sie schnell feststellen, ist echt praktisch. Schauen wir uns mal den Handel an. Ja, wir kennen alle noch den Tante-Emma-Laden. Da gab es halt von jedem eins. Das reichte doch eigentlich auch. Und dann auf einmal, bring mal Öl mit, Glenn, und du stehst da und hast 60 verschiedene Öle. Aber das ist das, was die Erwartungshaltung der Kunden war, Auswahl. Und dann wollten sie mehr Service. Ja, sie gehen halt einkaufen in eine Mall und gefühlt 100 Leute kommen auf sie zu und versuchen ihnen irgendwas zu verkaufen. Und auf einmal geht wegen der Hälfte der Produkte keiner mehr einkaufen. So wie ich. Ich habe schon ganz lange keine Drogerie mehr gesehen. Das kommt zu mir nach Hause, wenn es alle ist. Wenn ich einkaufen gehe, dann will ich ein Erlebnis haben. Dann will ich eine schöne Atmosphäre, nette Musik, netten Kaffee noch und nebenbei kaufe ich auch noch was ein. Und ich bin nicht der Einzige, der so einkaufen gehen will. Das ist einer der Gründe, warum unser Handel so wahnsinnig in Turbulenzen gerät. Denn die vielen Ladengeschäfte, die sie haben, entsprechen nicht mehr der Erwartungshaltung, die viele Menschen haben, wenn sie einkaufen gehen wollen. Und das waren jetzt nur ein paar Beispiele. Und das können wir durch ein paar Industrien bringen. Zum Beispiel Banken, Finanzen, Versicherungen ist auch einer meiner Favoriten. Sie kennen das ja auch noch, dass man in die Filiale wollte und echte Menschen treffen wollte. Ja, und dann war es auch noch so, dass die Produkte aufgebracht haben, die keiner versteht. Und man brauchte extrem viele Erklärungen. Man konnte auch irgendwie gar nicht Aktien handeln, ohne so einen Experten, der in der Bank sitzt, den man natürlich physikalisch treffen musste. Und irgendwie will man ja dann Menschen haben, falls es schief geht. Unglücklicherweise haben dann Tausende,
Hunderttausende, Millionen von Menschen festgestellt, dass auch dieser Mensch, der in der Filiale sitzt, am Ende einem auch nicht hilft, wenn was nicht gut geht oder auch nicht sich an seine Regeln halten muss und am Ende die meiste Zeit, naja, wie Geldgeschäfte, kann man auch alles online machen. Und auf einmal ging auch alles hiermit. Ich habe vor 3 Wochen ein Konto eröffnet bei einem Aktienhandel-App und es hat mich 30 Minuten gedauert, bis ich online war, bis ich persönlich verifiziert worden bin über einen echten Menschen mit echten technischen Möglichkeiten. Und ein paar Minuten später habe ich das erste Aktienpaket gehandelt. Als ich das einem Banker erzählt habe, undenkbar. Ja, da müssen Sie einen Termin machen, da müssen Sie ein Depot eröffnen, Sie müssen so viel Papier unterschreiben. Das sind 2 völlig unterschiedliche Welten. Nur was verändert die Erwartungshaltung? Jetzt könnte man ja glauben, dass sowas Strom nicht passieren kann, denn das ist ja was, was unglaublich viel Investitionskosten braucht. Ja? Sie kennen es ja noch, dass man froh war, na Sie wahrscheinlich nicht, aber ein paar Generationen davor, dass man überhaupt Strom hatte. Und dann wurde auf einmal ein Produkt draus. Ja? Also ich finde es immer noch spannend, dass ich grünen Strom aus der Nordsee beziehen kann. Ich frage mich, wie sieht das durch die Leitung, ob da wohl irgendwie Abweichungen sind oder Weichen oder ob die echt eine Leitung zu mir legen. Und auf einmal konnte man selber Stromproduzent werden. Ich kenne eine Firma in Norddeutschland, die hat eine riesen Halle gebaut, nur weil sie die Solarenergie draufpacken wollte. Und das amortisierte sich von ganz allein. Die sind erst 2 Jahre später auf die Idee gekommen, die Halle mit irgendeinem Sinn zu erfüllen, weil die halt nur Energie erzeugen wollten. Nun ist das durch die Subvention so ein bisschen geändert worden, aber dieser Schub hat jeden in die Lage versetzt, Energieversorger zu werden. Und auf einmal kommt eine Firma und die sagt, hey, die braucht die alle gar nicht mehr. Ich mache dich autonom. Ja, du kriegst alles aufs Dach gebaut, für ein Ei und ein Butterbrot. Du kriegst eine eigene Batterie. Dein Auto kann den Strom wieder zurückgeben, wenn du ihn nicht brauchst. Und ganz neueste Windenergietechnologien können sie einfach aufs Dach bauen. Man kann auf einmal im Garten Eis züchten, ja, um Strom zu speichern, den sie später wieder zurückgewinnen. Es entstehen unglaublich viele neue Technologien, die wahrscheinlich am Ende all die, die sagen, dass es nicht geht, erneuerbar zu leben, eines Besseren belehren werden. Und zum Glück habe ich ja heute hier auch eine Menge Leute sitzen, die dabei ganz, ganz tatkräftig helfen werden, das hinzubekommen. Denn der ein oder andere hat mit Sicherheit schon gehört, dass es wahrscheinlich keine andere Wahl gibt, als in die Richtung zu laufen. Zum Schluss noch das liebe Auto. Sie kennen das. Eine Zeit lang war es so, dass man einfach froh war, überhaupt eins zu haben. Das hier ist noch ein Ford T-Modell. Und dann wollte jeder irgendwie ein eigenes Auto, sehr speziell, ne, besondere Farbe, besondere Features. Und dann wollen die gar kein Auto mehr. Ja, wenn Sie jetzt mit jungen Menschen sprechen, also bei SAP kriegen Sie einen Firmenwagen, wenn Sie im Vertrieb sind, dann sagen Sie, was soll ich denn mit einem Firmenwagen? Ich wohne in Berlin. Das Parken kostet mich mehr als alles andere. Und außerdem steht das Ding ja 70% der Zeit rum und das brauche ich denn nicht. Ich hole mir ein Auto, wenn ich eins brauche. Ja, und dann möchte ich, dass bitte auch ein E-Auto ist, weil ich möchte nicht die Umwelt verschmutzen. Und auf einmal wollen die Leute kein Auto mehr. Und dann kommen auf einmal so eine Videos. Ja, Menschen, die im Auto schlafen. Jetzt überlege ich, ja, ich überlege immer, ob das wirklich funktioniert, ja, ob das wirklich geht, ja. Aber mal ganz ehrlich, spielt echt keine Rolle im Moment, weil das da verändert Erwartungshaltung. Und wenn die Erwartungshaltung sich verändert, das konnte ich, glaube ich, so ein bisschen darstellen, dann haben Sie als Hersteller dessen, was eine Erwartungshaltung erfüllen will, ein wenig Druck. Und das sind die Punkte, die die Automobilindustrie so sehr in Schwanken gebracht hat. Nämlich die Erwartungshaltung, die da aufkommt, nicht schnell genug verstanden zu haben und entgegenzuwirken. Meine Welt sagt im Moment, da holen einige ordentlich auf und auch da sind sie sicherlich ordentlich involviert. Denn ich habe sehr viel begeisterte deutsche E-Autofahrer, die sagen, puh, zum Glück gibt es das Ding auch mal in bequem. Nun, den letzten, den ich Ihnen heute noch zeigen will, ist ziemlich frisch, nämlich Transportation. Das Ganze hat ziemlich viel Dampf bekommen, weil auch ja, wie ich vorhin erwähnte, das Thema Erderwärmung oder CO2-Erzeugung irgendwie sehr stark in den Mittelpunkt geraten ist. Und so Dinge wie Eisenbahnfahren und Fliegen auf einmal überall in Frage gestellt werden. Unglücklicherweise wollen die Menschen aber, das ist ihre Erwartungshaltung, überall schnell hin. Und Sie kennen ja noch, zumindest von Gerüchten die Zeit, dass der Zug an sich schon die Welt verändert hat. Hat er auch, definitiv. Aber dann wurden natürlich Produkte draus. Sie konnten schlafen im Zug, sie konnten Urlaub machen, sie können Weltreisen machen, sie können da Luxus feiern und sie können auch Service genießen, indem sie einfach in Massen Menschen von A nach B befördern, das möglichst schnell machen, möglichst bequem.
Aber da gibt es eine Technologie, die nicht nur am Horizont steht, sondern tatsächlich ziemlich heftiges Potenzial hat. Und diese nennt sich Hyperloop. Und Hyperloop ist nicht dafür gedacht, sehr viele Menschen sehr schnell irgendwo hinzubringen. Das ist nicht die Idee. Weil wenn wir nur sehr viele Menschen sehr schnell irgendwo hinbringen, dann sind die nur schneller da. Das verändert aber nicht die Welt. Was wäre aber, wenn wir kleine Gruppen von 2 bis 20 in sehr kurzem Takt hintereinander überall hinbringen können, wo sie hinwollen und sie auch während der Fahrt entscheiden können, ich will woanders hin. Ich gebe Ihnen ein einfaches Beispiel. Würden wir nur einen Hyperloop bauen zwischen Liverpool, Leeds und Manchester, was in England ist, warum nenne ich England? Weil da ist auch eine Firma, die das gerade bauen möchte, dann verändert das die Welt. Warum? Wenn Sie jetzt von Liverpool nach Leeds wollen, ist es 1,5 Stunden Autofahrt. Wenn Sie nach Manchester wollen, sind es ungefähr 2. Wenn Sie da eine Hyperloop-Strecke aufbauen, dann brauchen die Menschen nur noch 5 bis 10 Minuten. Lassen Sie es 15 sein. So, wenn jetzt jemand shoppen gehen will, der in Liverpool wohnt und will nach Manchester fahren, würde das nie tun, weil er 2,5 Stunden Autofahrt hat. Wenn es ihn 15 Minuten kostet, ist es kein Thema. Wenn er auf dem Weg nach Manchester feststellt, boah, mein Kumpel ist in Leeds und einfach per App die Richtung ändert, ist das eine andere Welt. Nun glauben Sie vielleicht, das ist ein bisschen weit weg, weil die ersten Tests haben ja erst begonnen. Aber denken Sie das mal zu Ende. Wenn das funktioniert, in sehr kurzen Intervallen mit über 1000 Stundenkilometer zu reisen, wie das die Flugindustrie verändern würde und die Bahnindustrie. Manchmal stehen wir doch alle so da und schauen, puh, ganz schönes Tempo, was da so passiert. Und Sie kündigten vorhin an, dass das visionär ist. Ich persönlich glaube, das ist schon gar nicht mehr visionär, das ist alles schon da. Es ist nur eine Frage, wie schnell das kommt und ob wir das auch zulassen wollen und ob wir auch als Deutsche und auch als Ingenieure dabei sein wollen bei dem, was sich da verändern kann. Und vieles davon ist auch sehr, sehr positiv. Ich will nicht sagen, dass ich ein totaler Fan der Digitalisierung bin. Also ich persönlich lege die Gadgets alle weg und gehe gern raus und das bringe ich auch meinen Kindern bei. Carlos rennt nicht den ganzen Tag rum und guckt in Geräte und redet mit dem Haus. Das tut er, wenn er das braucht. Ansonsten ist er ein ganz normales Kind, was übrigens den ganzen Tag mit Lego gerne spielt, wenn ich das Produkt mal nennen darf. Aber das kennen Sie ja. Wäre es nicht schön, wenn wir manchmal das wieder hätten? Der ein oder andere wird es vielleicht noch kennen. Das ist ein MS-DOS-Bildschirm. Das war noch schön, oder? Einfach nur Error. Und da konnte man das reparieren, indem man es ausgeschaltet hat, eingeschaltet hat und dann ging es wieder. Ich persönlich kenne das noch. Und es war auch wirklich definitiv einfacher. Es geht um Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung zu verstehen und ihr gerecht werden. Und eins ist auch wichtig, Erwartungshaltung ist eine Einbahnstraße. Wenn Sie erstmal eine Erwartungshaltung erzeugt haben, brauchen Sie nicht mit irgendwas kommen, was dem nicht gerecht wird. Weil das wird einfach keiner benutzen. Oder nur die, die müssen. Ja, Erwartungshaltung ist das Essentielle. Und wie konnte das jetzt passieren? Ja. Schuld ist ja letztendlich das Internet, ja, so banal das auch klingt, aber vielleicht nicht das Internet an sich, sondern die Technologie, sag ich mal, die Infrastruktur, die das Internet bereitstellt und ermöglicht hat, dass ziemlich jede Information, die Sie auf der Welt sehen wollen und lesen wollen und verstehen wollen, im Internet zu finden ist. Ob die jetzt richtig oder falsch ist, ist ein anderes Thema, aber jede Information, die Sie haben wollen, finden Sie im Internet. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, weil wenn sie nicht im Internet ist, dann ist sie physikalisch nicht existent. Jetzt haben Sie zwar schon leckeres Essen bekommen, aber wenn Sie nachher auf dem Weg nach Hause Lust auf einen Döner haben, wer von Ihnen fährt dann zum Bahnhof und sucht die Dönerbude? Nein, Sie nehmen alle Ihr kleines Gerät und suchen hier Ihre Dönerbude. Wenn aber der Besitzer der Dönerbude nicht in der Lage ist, seine Dönerbude ins Internet zu bekommen, dass es da auch gefunden wird, wenn einer nach Dönerbude in Stuttgart sucht, dann ist er physikalisch nicht existent. Er wird nur Kunden haben, die zufällig an der Dönerbude vorbeilaufen. Alle anderen werden ihn null wahrnehmen. Wenn er noch so geschickt war, ein paar Fotos von seiner Dönerbude zu machen und die irgendwie ins Internet bekommt, ist vielleicht noch viel schlimmer, weil wenn Sie ihn dann finden und diese Fotos sehen, sagen, boah, das ist aber eklig, da gehe ich nicht essen. Wie viele Internetpräsenzen der Firmen, für die Sie arbeiten, wo Sie unterwegs sind, sind so gut im Internet zu finden, dass jeder, der Ihr Produkt und Ihre Dienstleistung sucht, auch sofort Sie findet? Und wie viele Ihrer Internetpräsenzen sind so lecker, dass man bei Ihnen essen will? Im Internet sind schon lange alle Menschen.
Viele wissen es nicht mal. Auch alle Unternehmen sind im Internet. Auch da wissen es manche vielleicht nicht ganz. Dann kommt das Internet der Dinge, das vielleicht technisch ganz interessant ist, aber eigentlich ist es nur eine Evolution, wo Daten herkommen. Denn früher kamen die Daten immer vom Menschen. Also er hat sie eingetippt, eingesprochen, irgendwas gemacht. Aber jetzt kommen die Daten direkt von irgendeinem Ding. So wie die Schuhe, die ich trage, die sich prinzipiell alleine nachbestellen könnten. Oder wie das Waschmittel zu Hause, was sich ganz alleine nachbestellen kann, wenn es alle ist. Also irgendetwas löst es aus. Oder ein Gerät, was automatisch meldet, ich werde morgen kaputt gehen. Wäre schon ganz schön, wenn du schon mal losfährst, damit es gar nicht erst wirklich ausfällt. Das ermöglicht das Internet der Dinge. Oder das Internet der Technologien. Total spannender Begriff, weil am Ende verbirgt sich dahinter etwas, wie, wenn Sie früher Big Data machen wollten oder maschinelles Lernen, dann sind Sie losgelaufen, haben teure Hardware gekauft, haben die in Keller installiert, Experten gesucht. Nein, Sie sind erstmal zum Finanzchef gegangen, haben denen einen Business Case berechnet und vorgelegt und gehofft, Sie kriegen das Geld. Und wenn Sie dann Geld gekriegt haben, haben Sie das alles gemacht. Wenn Sie heute Big Data machen wollen, sind Sie 5, 6 Mausklicks davon weg. Wenn Sie auf dem Big Data noch Machine Learning machen wollen, sind Sie 3, 4 Mausklicks weiter davon weg. All diese Technologien sind im Internet verfügbar, nutzbar. Und das löste das Internet der Plattformen aus. Was ist das? Naja, die Leute haben gelernt, so wie unsere Emma und Helena, dass man heute nicht mehr von Nase zu Nase reden will, sondern man will sich irgendwo treffen und da miteinander handeln, sich austauschen, kollaborieren. Die Erwartungshaltung ist heute, dass ich nicht einen langjährigen Vertrag mit einem Lieferanten mache, sondern auf eine Plattform gehe und natürlich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bekomme in Realtime und ohne langfristige Bindung. Und diese Plattform-Economy, die da entstehen, verändern ganze Industrien, getrieben durch die Möglichkeiten des Internets und weil da sowieso alle sind. Und dann noch das Internet der Clouds. Ja, weil manchmal wird halt gesagt, das Internet ist Cloud, aber das stimmt ja nicht ganz, weil die Cloud ist nichts anderes als eine Nutzung der Infrastruktur des Internets, um Applikationen und Daten woanders zu speichern und so zum Konsum bereitzustellen, dass man es eben sich selber nicht mehr in den Keller stellen muss. Und all das, was Sie hier sehen, verändert Erwartungshaltung. Und zwar ganz drastisch und verändert auch die Art und Weise, wie Menschen verstehen wollen, mit Dingen umzugehen. Und der eine oder andere, der bei meiner Keynote vor ein paar Jahren beim VDI war, der kennt dieses Video vielleicht schon. Und wenn nicht, dann wünsche ich Ihnen jetzt einen kleinen schönen Moment, wenn der Ingenieur nicht den User gefragt hat. Richtig gut finde ich den Jungen oben rechts. Das könnte auch Carlos sein. Jetzt kommt er gleich. Da ist er. So, jetzt seien Sie mal der Ingenieur, der das gebaut hat. Und Sie gehen gerade so dran vorbei und gucken nach rechts und sagen, puh, was ist denn da los? Naja, und ganz ehrlich, die Rutsche ist wirklich cool. Die ist cool. Aber der Fußboden ist viel cooler. Hätte man mal den User gefragt. Für die sich mit IT beschäftigen, das nennt man auch einen Excel-Download. Das passiert, wenn Sie eine Applikation bauen und alles reinbauen, was Sie unbedingt glauben, dass einer benutzen will. Und dann guckt der User drauf, versteht es nicht, lädt alles auf Excel, macht es mit Excel und tippt hinterher das Ergebnis ein. Also was Sie hier sehen, ist etwas wie ein Excel-Download. Ich kann Ihnen das Video leider nicht geben, da kriegen Sie einen Link. Müssen Sie auf Twitter selber raussuchen, weil wir haben nicht geschafft, den Besitzer ausfindig zu machen. Sie sind irgendwo in Mexiko geendet und der wusste es auch nicht mehr. Aber es ist so ein schönes Video. Nun, die Erwartungshaltung ändert sich nicht nur dahingehend, wie man etwas benutzen will, sondern was man dann auch mitmachen kann. Prinzipiell will man dann gar nicht mehr das Gerät besitzen, sondern nur das, was es einem ermöglicht. So wie die Uhr, die ich hier zum Beispiel trage. Und ich hatte vorhin erwähnt, dass ich damit telefoniere. Das ist ganz cool, wenn man immer wie so ein CIA-Agent rumrennen kann. Aber viel praktischer sind andere Dinge, die dieses Ding kann. Ich benutze das ständig. Ja. Zum Beispiel, als ich es gekauft habe am ersten Abend, habe ich damit Sport gemacht. Ich habe schnell angefangen, Kreislauf ging gleich in Gang und auf einmal macht das Ding Notruf Waldorf. Und ich völlig geschockt. Ich so, wer ist da Notruf? Und im Hintergrund sagt einer, nicht schon wieder einer mit einer Smartwatch. Nun muss man halt sagen, okay, die war nicht gut eingestellt. Offensichtlich passe ich nicht ins Standardschema der Firma, die das Ding baut. Aber warum macht die Uhr das? Die Uhr überwacht meinen Puls und wenn ich die Gefahr laufe, einen Herzinfarkt zu bekommen, wird der Notdienst gerufen. Und jetzt glauben Sie vielleicht, ich bin der Einzige, der das wichtig findet, bin ich nicht, weil das Feature, was von der Firma, die das baut, am allermeisten beworben wurde bei der letzten Version, waren ein Blutsauerstoffmess und ein EKG mit der Uhr.
Also ich bin definitiv nicht der Einzige, der das interessant findet. Und ganz ehrlich, für mich, ich kaufe mir keine Uhr mehr, die nicht auf mich aufpasst, werde ja auch langsam älter und ist doch schön, wenn ich zum Beispiel auch vielleicht durch andere Gründe ganz schnell Notdienst rufen muss und einfach dreimal eine Taste drücke. Erwartungshaltung, ja, ich brauche nicht diese Uhr. Ich brauche das Gerät, was all das ermöglicht, was ich gerade geschildert habe. Sind Ihre IT-Systeme in Ihrer Firma auf das vorbereitet, was ich Ihnen gerade geschildert habe? Ist Ihr Ökosystem, Ihre Partner, Ihre Geschäftspartner, Ihre Zulieferer, sind die alle darauf vorbereitet? Sind Sie selber darauf vorbereitet? Sind Ihre Führungskräfte darauf vorbereitet? Sind die Geschäftsführer, sind die Visionäre, sind die alle darauf vorbereitet? Ich weiß es nicht. Jetzt mögen Sie sich vielleicht fragen, was hat denn jetzt SAP damit zu tun? Ja? Wieso muss die SAP die Erwartungshaltung verstehen? Und ich habe Ihnen eine kleine Angeberslide mitgebracht, die vielleicht darstellt, warum wir glauben, dass wir definitiv verstehen müssen, wie die Erwartungshaltung der Menschen ist, weil ansonsten hängen wir unsere Kunden indirekt ab. 78% aller geschäftlichen Transaktionen dieser Erde laufen durch ein SAP-System. Ohne SAP gäbe es heute keine Schokolade, keine Autos, kein Bier, auch nicht das Essen, was Sie heute gegessen haben, auch nicht die Autos, mit denen Sie nach Hause fahren, nicht das Öl, mit dem die Autos betrieben werden, auch diese Uhr nicht. Warum? Weil wir vor vielen Jahren geschaffen haben, eine End-to-End-Prozessdarstellung über Applikationen zu ermöglichen, die überhaupt erst Unternehmen in die Lage versetzt haben, in diesen Mengen, in dieser Qualität Dinge zu produzieren, damit sie heute so konsumiert werden. Und das Einzige, was sich für uns ändert, sind die Enden, wenn wir von End-to-End reden und auch die Geschwindigkeit, mit der Innovationen stattfinden und mit denen wir natürlich mithalten müssen. Manchmal wirft man uns vor, wir sind zu schnell. Wenn Sie mich fragen, man kann gar nicht schnell genug sein, denn Dinge verändern sich gerade so schnell, getrieben durch die Digitalisierung. Und im Kern geht es um Erwartungshaltung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen heute Abend noch viel Spaß. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit zu schnacken. Ansonsten wissen ja, wo ich bin. Dankeschön.